Parallel zum Bau der Soli-Leitung von Bad Reichenhall nach Traunstein begann man vor den Toren der dortigen Stadt auf dem königlichen Pfleganger mit der Errichtung der Salinenstadt, bestehend aus Sud- und Herdhäusern, Werkstätten, Lagerhäusern und Wohnungen für die Salinenarbeiter und für die Beamten der Saline. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Gebäudeanlagen, welche unmittelbar für die Salzproduktion wichtig waren. Die ersten Sudhäuser, 4 Gebäude, waren einfache Holzblockbauten, die ab der Mitte des 17. Jahrhunderts nach Mitgliedern der Wittelsbachischen Dynastie benannt wurden. Maximiliani, Wilhelmi, Ferdinandi und Alberti sieden. Auch die ihnen südlich vorgelagerte Salzwasserteilung, das Ende der Soli-Leitung, war, wie die erste Roberti-Kapelle, ein Holzbau. Der Grundriss des gnadenreichen Salz-Sudwesens zu Traunstein von 1740 zeigt uns nicht nur den Grundriss, sondern gewährt uns auch Einblick in eines der Sudhäuser. Diese beinhalteten hölzerne Solebehälter und in der Mitte die etwa 200 Quadratmeter große Sudpfanne aus mehrfach übereinander vernieteten Eisenblechen, die auf Pfeilern aus Backstein stand und zugleich von der an der Decke befestigten Eisenstangen stabilisiert wurde. Unmittelbar an die Sudhäuser schlossen sich die sogenannten Herd- oder Pfieselhäuser an, in deren beheizbaren Erdgeschossen das gesiedete Salz gehärtet, das heißt getrocknet wurde. Zudem gab es in jedem dieser Pfieselhäuser auch eine Reihe von Herbergen, also Wohnungen für die Salinenarbeiter. Die Herdhäuser Alberti, Ferdinandi, Wilhelmi und Maximiliani Stock sind heute noch in ihrer ursprünglichen Substanz vorhanden und bilden die schöne architektonische Kulisse des Salinenparks. Das getrocknete Salz wurde dann im unteren Salzstadel, der sich nördlich der Sud- und Herdhäuser anschloss, für den Transport in Fässer eingestampft. Ein reines Wohngebäude für die Salinenarbeiter war der Marienstock, welcher erstmals 1663 erwähnt ist. Er besteht aus 3 nebeneinander angeordneten, dreistöckigen Gebäudeteilen mit je 4 Wohneinheiten. Im konfessionellen Zeitalter war es dem Salinengründer Kurfürst Maximilian wichtig gewesen, dass seine Untertanen fest an den katholischen Glauben gebunden wurden, und von daher hatte er von Anfang an verfügt, dass in der Au bei der Saline auch eine Kirche stehen sollte. Verwirklicht wurde diese aber erst über ein Jahrzehnt nach Aufnahme des Salinenbetriebs, nämlich 1630. Und der erste Gottesdienst in der Salinenkapelle konnte 1631 gefeiert werden. Die Einweihung der Kapelle erfolgte aber erst am 14. September 1671 durch Johann Franz Graf von Preysing, den Chiemseer Weihbischof. Herzog Maximilian hatte 1619 verfügt, dass die Kapelle baulich so gestaltet werden soll, dass ein jeder Mann auf den Altar sehen konnte, und hatte so die Form der Kapelle, ein kreuzförmiger Bau ohne Stützen oder sonstige Einbauten, festgelegt. Die unverputzte Fassade der Salinenkapelle besteht größtenteils aus Nagelflugquadern. Fenster und Türrahmungen sowie die Westseite mit dem Eingangsportal sind aus Haselberger Marmor. Das Innere der Kapelle ist sehr schlicht gehalten. Der aus der Bauzeit stammende Hochaltar, der 1760 überarbeitet wurde, war eine Stiftung des Kurfürsten, dessen Wappen sowie das seiner Ehefrau sind am Hochaltar angebracht.
Das Altarbild von 1631 stammt vom Münchner Hofmaler Johann Ulrich Loth und zeigt die Patrone der Kirche, den heiligen Rupert, welcher vor dem heiligen Maximilian kniet. Während sich alle Gebäude der Salzproduktion in der Au befanden, residierte der Chef der Saline, der Salzmeier, in der Stadt selbst im Salzmeieramt. Um leichter von seinen Geschäftsräumen in die Au zu gelangen, ließ der Salzmeier im 18. Jahrhundert, wohl ohne Erlaubnis der Stadt, die Salzmeierstiege anlegen, welche im Volksmund Finsterstiege getauft wurde. Über 150 Jahre wurden die Produktionsstätten ohne große Veränderungen betrieben, bis es dann Mitte der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts zu einer grundlegenden Modernisierung des Salinenbezirks kam. Dieser Innovationsschub hatte unterschiedliche Gründe. Zum einen war einer der wichtigsten Abnehmer des Reichenhaller und Traunsteiner Salzes seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die Schweiz. Und als aus dem Kanton Bern die mangelnde Qualität des bayerischen Salzes beklagt wurde, musste man reagieren. Andererseits hatte man schon länger eine Reduzierung des Holzverbrauchs und eine effizientere Produktion im Blick. Die Berner hatten sich nicht nur beschwert, sondern auch gleich einen Vorschlag gemacht, wen man mit einer entsprechenden Reform beauftragen könnte. Nämlich den Schweizer Salinenfachmann Sebastian Gleiss, welcher dann auch 1782 von Kurfürst Karl Theodor mit der Modernisierung des bayerischen Salinenwesens beauftragt wurde. Gleiss entwarf Verbesserungen für die Soleleitung und modifizierte die Sudanlagen so, dass diese reineres Salz in größeren Mengen produzieren konnten und gleichzeitig der Holzverbrauch sank. Alle Arbeitsschritte der Salzgewinnung sollten von nun an auch in einem Gebäude erfolgen. Und hierzu errichtete man das kreuzförmige Karl-Theodor-Sudhaus. In welchem in vier neuartigen Pfannen das Salz gesiedet, dann getrocknet und anschließend auch verpackt wurde. Die alten Sudhäuser und der Salzstadel brauchte man nicht mehr und riss sie schließlich im 19. Jahrhundert ab. Auch ein zweigeschossiges Brunnhaus mit vier hölzernen Solebehältern wurde als Ersatz der Wasserteilung Ende des 18. Jahrhunderts errichtet. Heute steht nur mehr der dreigeschossige südliche Teil, der etwa ein Viertel des Originalbaus umfasst. Im Süden der Au in Richtung Triftrechen wurden im Zuge der Gleiss'schen Reformen mit dem Ochsen- und Kurzstadel zwei hölzerne Magazinbauten angelegt, die 1864 durch einen Schlackensteinbau ersetzt wurden. Die dunklen Schlackesteine aus der Bergener Maxhütte und die Fensterstütze sowie pfeilerartigen Mauerstreifen aus Ziegel verleihen dem Magazinbau auch heute noch ein markantes Erscheinungsbild. In der Mitte der Anlage, auf der Nordseite, ist die kleine, offen gehaltene Rupertuskapelle angebaut. Hier findet man auch eine steinerne Statue des Salzburger Heiligen mit seinem Attribut, dem Salzfass. Die Gleiss'schen Reformen bedingten nicht nur eine Rationalisierung der technischen Seite des Sudwesens, sondern der Schweizer Reformer ordnete auch die personelle Organisation der Saline neu und schuf eine Dienstklassenordnung für die Belegschaft. Die höheren Beamten, im Duktus der Zeit als Offiziere bezeichnet, erhielten mit dem spätbarocken Beamtenstock auch ein eigenes Wohngebäude. Der Grießmeister als der verantwortliche Beamte für die Holztrift hatte ein eigenes Haus auf der Höhe des Triftrechens.
Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts richteten die Triftknechte, welche ja auch am Triftrechen eine sehr gefährliche Arbeit zu verrichten hatten, die Kapelle St. Johann Nepomuk, die nach Südosten hin offen ist. Die fast lebensgroße Figur des heiligen Johann Nepomuk ist ganz traditionell in geistlicher Tracht dargestellt. Durch die Aufhebung des staatlichen Salzhandelsmonopols im Jahr 1868 kam es auch in Traunstein, das seit der ersten Dekade des 19. Jahrhunderts unter der Konkurrenz der Saline Rosenheim gelitten hatte, zu einem Produktionsaufschwung, so dass man 1870 eine fünfte Sudpfanne errichtete, die man schlicht dann die Fünferpfanne nannte. Hinterhalb der Fünferpfanne liegt der geziegelte Salzmühlstadel, in welchem, wie der Name ja verrät, die Salzmühle stand und der auch als Salzlagerstätte diente. Nachdem der Salinenbetrieb im Juni 1912 eingestellt und der Salinenbezirk Au nach Traunstein eingemeindet worden war, nutzte die Stadt einige der Gebäude der Saline anderweitig weiter. Das Karl-Theodor-Sudhaus sowie die Fünferpfanne waren dann während des Ersten Weltkriegs ein Zivil- und Kriegsgefangenenlager, in welchem auch ein österreichischer Freiwilliger in der Bayerischen Armee, nämlich Adolf Hitler, ein paar Wochen Dienst tat. Schließlich wurde das Karl-Theodor-Sudhaus aber 1924 gesprengt. Andere Gebäude der einstigen Saline blieben erhalten und machen, heute aufwendig renoviert, die Au zu einem historisch wertvollen und schönen Stadtteil Traunsteins, welcher unter Ensembleschutz steht.